Den werde ich benutzen. Na, wenn der mal nicht getimed war. Wenn der mal nicht getimed war. Ja. Du bist ein Arsch. Mann. The Depths 1 sind wir. Gut, dann kann ich gleich mal reingehen. Und hoffentlich ist da War drin. Weil dann haben wir richtig gute Chancen. So richtig gute Chancen. Dass dieser Run nicht total für den Arsch ist. Okay, ist er eigentlich nicht. Tears Up, das ist auch sehr gut. Wow. Ja! Okay, wir könnten den Level 4 Meat Boy bekommen. Wenn wir Glück haben. Gut, dass War so schnell ist. Okay. War hatten wir noch nicht so oft. War, hier Krieg und so hatten wir noch nicht so oft. Vielleicht zweimal, haha. Zu früh. Weil wegen Krieg und so. Zweimal Krieg. Zwei Weltkriege. Ach komm, willst du dich erklären, ist doof, das wisst ihr alle. Glück kann ich dich langsamer machen. Und ich bin so schnell. Oh ja, bitte mach weiter. Sag gerade aus, als hätte eine Zahnspange an. So, noch ein Cube of Meat. Das ist sehr, sehr gut. Wir hätten die Katze zusammenbekommen. Verflucht seist du! Oh Gott. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt kein Verständnis mehr dafür. Ich muss jetzt noch in den Treasure Room und hoffen, dass da was Schönes ist. Dann hoffe ich, dass wir dem Tod begegnen. Und eventuell noch einer Bibliothek. Ich weiß nicht, welche Bücher uns noch fehlen. Ich glaube, das Necronomicon. Kacke. Das habe ich ganz vergessen. Was fehlt uns noch? Das heißt, noch zwei Bibliotheken wäre perfekt. So. Was am Lucky Food auch gut ist. Glücksspiel, wie zum Beispiel... Was heißt Bomb, sag ich schon wieder. Glücksspiel, wie zum Beispiel der Hutspieler. Glücksspiele können leichter gewonnen werden. Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, aber auf den Hutspieler auf jeden Fall. Das heißt, Skatole, oder wie das nette Item heißt, ist somit leichter zu erwerben mit Kane, weil der hat das Lucky Food ja schon von Anfang an. Das Unicornhorn möchte ich dem Spiel gerade in den Arsch schieben. So, nochmal Feinjustierung hier. Ich denke, ich behalte das Book of Revelations. Ich weiß, dass wahrscheinlich das Einhorn besser wäre. Aber wenn ich Glück habe, kann ich jetzt noch ein bisschen blaue Herzen in Anführungsstrichen farmen. Und somit mehr Leben gegen Isaac rausholen. Da ich ja jetzt auch den Meat Boy habe und den Dead Bird, der gegen Isaac, die gegen Isaac beide Schaden machen können. The Depths 2. Ich bin sehr gespannt. Der Womp wird weniger ein Problem. Bin ich fest von überzeugt, dass der sogar locker geschafft hat. Jetzt hätte ich das Book of Shadows gerne. Da könnte ich eine Blutbank räubern. Oh, Meat Boy, du machst mir jetzt schon Spaß. Du machst mir jetzt schon Spaß. Bei Meat Boy hilft mir somit auch beim Farmen indirekt. Komm. Spuck hier hin. Spuck, spuck. Nicht dahin. Hier, hier vorne. Oh Mann. Den mache ich kaputt, ja. Nachteil an Meat Boy. Er kann Bomben wegstoßen. Ein Speed-Up.
Jetzt wird's gefährlich. Für gegen Isaac ist das Speed-Up vielleicht ganz gut. Oder auch schlecht, weil wir könnten auch jetzt zu schnell sein. Die Angst habe ich leider öfter. Ah, so. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und zack. Und zack, 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 zack. Einfach mal schießen. Weil wir schnell sind, können wir es tun. Oh, wir sind so schnell, dass er gar nicht mehr weiß, wohin er soll. Dann sind wir hardcore. So, hier oben haben wir ein Arcade. Das ist sehr schön. Das war sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich meine echt schlecht. Oh Gott, das war gerade peinlich. Hier im Arcade haben wir genug Chancen, unser Geld auszugeben. Oh, Paradebeispiel, Paradebeispiel. Und wir haben sogar ein Luck-Up. Ja, also normalerweise sollte das hier kein Problem werden. Was? Da, oh, kommt schon, jetzt so langsam, ey. Das hier ist doch jetzt eine Verarsche. Ja, Geld bekomme ich, willst du mich verkacken? Das ist nicht cool, das ist gar nicht cool. Jetzt kommt's Getoll. Das gibt's nicht. Screw you, man. Du bist ein Arsch. Hauptsache ich sprahl gerade eben noch. Oh, Glücksspiel gerade bei dem. Ja, jetzt kommen hier drei. Stirb unter Qualen. Wenn ich jetzt verliere. Ich gewinne nur beim Geld. Wenn ich jetzt gewinne. Ich habe keine Lust mehr. Blöder Arsch. Blöder Arsch. Diese Drecksau. So, Kinder. Auf in den Secret Room, würde ich sagen. Woo. Woohoo. Yep. Und from behind. Okay, jetzt habe ich den Simulator wieder übersprungen. Gegen Mom noch nicht. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Na, boah. Zum Glück habe ich noch die Safety Cap als Alternative, sonst wäre ich jetzt echt mies drauf. Oh Gott, das können die nicht machen. Was verstehst du? Oh, ja. Ich habe gedacht, wieso geht's nicht weiter? Okay, ich hole den Secret Room. Hier unten haben wir etwas Schönes. Und bitte ist auch was Schönes drin. Lemon Mischip. Ihr wisst ja, wie viel das bringt. Rein gar nix. Danke. Vielen lieben Dank. Vielleicht sowas wie Nuns Habit oder so im Shop. Nachher vergesse ich bestimmt noch und denke mir so, den Secret Room, den hatten wir doch schon, oder? Den Secret Room hatten wir schon. Oder? Und dann denke ich mir,
warte 5 Minuten und gehe dann weiter, ohne den Secret benutzt zu haben. Yeah! This is how I roll! Oh Mann, die Schnelligkeit macht mir Sorgen. Ernsthafte Sorgen. Das Schöne ist, das Book of Revelations lässt sich noch einmal aufladen und irgendwie die Deaths Gegner sind eigentlich nicht so schwer. Bis auf die Brains. Also die Zombies meine ich. Nicht Gehirne, weil die sind ja auch einfach. Hau weg. Oh nein! Meat Boy, ich hasse dich. Eine Telepille. Süß. Meat Boy. Blöder Sack. Ja, genau. Bleib da oben. Bleib da oben, hab ich gesagt. Blutbank. Oh, er ist unten. Cursed Rooms. Jetzt oben. So, jetzt habe ich mir schon mal etwas weiteren Raum geschaffen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Komm. Brains. Bad Guess. Book of Revelation. Za. Da oben ist der Shop. Komm schon. Brains. Ah ne, diese sind ja anders. Ups, Coin Purse haben wir hier. Health Up. Sehr nice. Haben wir hier eine Telepille. Haben wir hier Bomsaki. Haben wir hier Tears Up, Luck Up. Das war geraten mit Tears Up. Ich gebe den Rest meines Geldes aus. Habe hier Death. Kann ich gar nicht mehr gebrauchen, eigentlich. Death. Um es mal benutzt zu haben. Hol mir die Empress mit. Und verzieh mich. Wir haben ein Health Up. Bedeutet, es lohnt sich, die Blutbank zu zerstören. Yep. Nein, nein. Oh, Meat Boy. Blöde Sau. Hier haben wir dann gesehen, dass es sich doch nicht ganz so lohnt, wie wir erwartet hatten. Also auf zu Mom. Oh, ja. Nein. Ja. Wow. Und für 3 Münzen. Für 3 jämmerliche Münzen. Ich habe jetzt mit einem One-Up oder so gerechnet. Nein, nicht wirklich, aber es wäre cool gewesen. Ein Health-Up. Die Raw Liver. Die rohe Leber, das wäre echt cool. Tschüss. Hallo, Mutter. Best noch die rote. Boah. Kommt die auch hier hin? Oh, ja, kommt sie. Jetzt habe ich Platz. Was? Das Auge schießt doch so? Och nö. Was? Na. Na.
Oh Gott. Oh Vogel, du bist so klug. Ich hasse den Vogel. Was für ein Vogel? So, es läuft mehr oder weniger. So, komm schon. Komm schon. Oh ja. Na, Halleluja. Oh, Kinderlein kommt. Oh, Kinderlein kommt. Es ist soweit. Ein Range Up. Nein. Ich meine, the Polaroid. Es könnte soweit sein. Ich glaube nicht, dass wir soweit sind. Es ist hart. Was uns erwartet, ist hart. Ihr habt alle keine Ahnung, außer ihr kennt das Spiel. Das Polaroid. Was macht es? Wenn man nur noch ein halbes Herz hat, dann kriegst du ein Schild wie beim Book of Shadows. Also normalerweise hätte ich die Safety Cap behalten. Aber wieso nicht? Wieso habe ich das Polaroid aufgehoben? Wenn du mit diesem Foto, welches wir so mühsam freigeschaltet haben, mit diesem Foto im Gepäck, Isaac besiegst, passiert was ganz anderes. Und jetzt immer, wenn wir Mom das erste Form besiegen, bekommen wir dieses Foto, bekommen wir das Polaroid. Das heißt, ab jetzt, da wir dieses Foto freigeschaltet haben, ist alles ganz anders. Automatisch. Es wird nie wieder... Es bildet jetzt die Grundlage für unser weiteres Spiel, ja? Das Polaroid ist sozusagen... das Internet der Menschheit. Seitdem ist alles anders. Es ist einfach so. Das Traurige ist, das Beispiel hat eigentlich sogar noch etwas gut gepasst. Ja, hier wollte ich eigentlich noch nicht. Ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich es doch getut. Ich habe es getutet. Oh yeah. I'm walking on sunshine. Ah! I'm walking on sunshine. Ah! I'm walking on sunshine. Ah! I want to be good. Yeah!